Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und heute werden wir uns die Waffe des Verwüsters schnappen und somit die restlichen Feinde versuchen auszuschalten. Müssen sie nur bekommen, ohne dass wir gesehen werden. Na, Ultimate Chicken Boss? Ist aufs Maul, mein Freund. Schön. Einfach schön. Und ich ziehe da so ein Kabel hinter mir her. Ach. Okay. Wir lassen das Ding an einer markanten Stelle liegen, falls wir es nochmal brauchen. Ja. Wisst, wo bin ich? Das war schon einiges einfacher mit der Kanone. Wie das Huhn aufs Maul bekommen hat, alter Schwede. Gut, wir sind soweit durch hier, ne? Oder gibt es hier noch Feinde, die irgendetwas von mir brauchen? Ne? Ob das jetzt schon der Endpart war von diesem Level? So, nochmal die ganzen Dinger einsammeln, Metallscherben. Finde ich gut. Du machst die Geräusche, ne? Wie kommen wir hoch? Hier war doch irgendwo ein Gang nach oben, ne? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall alle Lohbehälter und alles mögliche. Zünder, Kühlsaft. Zünder. Geht's nirgendwo hin? Ich guck mich auf jeden Fall hier noch ein bisschen um. Ich habe gerade gegessen, hab nur ein bisschen Schluck auf, sorry. Aber wir gucken uns hier jetzt noch mal ein bisschen um. Nur für den Fall der Fälle, dass irgendwas noch Interessantes hier ist, was ich einsammeln kann. Ansonsten gehen wir mal kurz zum Hühnchen. Das Hühnchen muss ich auf jeden Fall auch noch einsammeln. Ganz, ganz wichtig. Also, wir haben gelernt, wenn wir irgendjemanden mit einer fetten Waffe sehen, nehmen wir sie. Ich glaube auch, die kleinen, wie hießen die nochmal? Notizbuch, Maschinenarten, hier, der Plünderer hatte auch eine Waffe gehabt, ne? Okay, gehen wir mal kurz hier auf den Verwüster. Verwüsterkanone. Nein, hier können wir nichts aufsammeln. Die Rotorblätter können wir hier auch noch holen. Cool. Hörner? Ne, das sind nur deren Waffen, ne? Dachelwerfer, Granatwerfer. Dinge, die man wichtigkeitshalber abschießen sollte. Der hier hat zum Beispiel gar nichts zum Kämpfen. Er kämpft einfach damit. Sägezahn. Itzgewehr. Und ja. Ich bin gespannt, was wir noch hier erwarten. Hier ist ein fliegendes Monster noch. Das scheint ein Bison zu sein. Weiß ich nicht. Auch ein kleines Viech. So eine Art Pirscher. Was hatte ich mit dem Pirscher? Wir haben den Pirscher nicht gescannt. Oh Gott, das war. Aber ich denke mal, das hier war der Pirscher. Da haben wir noch ein Krokodil, glaube ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas Fliegendes. Irgendwas Fettes. Das ist ein Langhals. Ich habe den Langhals nicht gescannt. Gut, dann wissen wir ja noch, was wir scannen müssen. So, gib her den ganzen Scheiß. Brauche ich jetzt mehr als du. Gut. Das ist ein Kabel. Dekoration. Okay, hier können wir rüber, ne? Was bringt uns das? Ja, wir können das Viech auch sammeln. Brücken beim Laden nicht möglich, ja. Genau, habe ich jetzt gemacht.
Haben wir irgendwas überbrückt und jetzt hat sich irgendwas geöffnet, wahrscheinlich, nehme ich an. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Da können wir irgendwas machen. Dann können wir da hoch. Dann bringen uns die Maschinen hier entlang. Okay. Kann ich einfach hier lang gehen? Nö. Ja gut, laufen wir zurück. Nehmen wir das Angebot doch an, dass wir da lang gehen können. Kommen wir von hier? Offensichtlich nicht. Aber können die auch nirgendwo hin? Okay, damit können wir wahrscheinlich nur gucken. Ah. Ich verstehe. Gut. Lass uns mal hoch. Um das Ganze ein bisschen zu beleuchten, können wir doch klettern, oder? Wir kommen da gar nicht. Jo. So, kein Loot, kein gar nichts. Schade. Okay, wo geht denn die Reise hin? Jetzt bin ich hier drin. Achso, der Sinn ist, dass wir da auf die Plattform. Das hat alles keinen Sinn. Wir gehen doch immer. Hä? Was soll denn der Scheiß? Und da schleichen oder was? Okay, das war seltsam. Großartig! Häng dich bloß nicht ran! Nein! Geh durch, diese Frau manchmal, ne? Oh, jetzt häng dich daran. Okay, wir müssen uns. Bin ich hinter der Maschine gewesen? So. Meine Fresse. So. Da muss ich hin. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Noch irgendwas hier? Alles so verwinkelt. Komm gar nicht klar. Weil wir brauchen Heilung enorm viel. Hier geht's nicht lang. Ich finde es immer sehr anstrengend hier zu sein, aber es ist einfach so cool. So cool. Gerade ist es nur so wenig Einrichtung. Könnten jetzt theoretisch in die Richtung. Die sind schnell. Können wir uns gar nicht ranhängen. Oh, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt, was uns am Ende erwartet, gegen was wir antreten müssen. Komm, Heilung. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. 19% kriegen eben die Pilze. So, 191 Metall. Ja. Ah. Das ist ein Weg, ne?
Ach, und das ist Wasser. Ah, ich denke jedes Mal, das ist so ein riesiges Loch. Wir sind angekommen. Ein Schnappmaul. Das ist das Krokodil, was wir kennen, ne? Schwäche Feuer, Stärke Eis. Gucken wir uns das Ding erstmal an, bevor wir irgendwas machen. Das Krokodil, was ich gesehen habe. Körper, Lohbehälter, Eisbeutel. Okay. Aber keine anderen Maschinen, die irgendwie aufpassen? Okay. Oh, ich dachte, das wäre Wasser. Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding an. Die könnten einen Sägezahn durchbeißen. Verdammt, ich hätte ihn einnehmen sollen, ne? Und sag mir, dass hier noch mehr sind. Holy shit. Gibt's hier noch einen? Verdammt, ich hätte ihn einnehmen sollen. Ich habe nicht dran gedacht. Eine einzige Wache positionierte hier? Nein. Ja gut, dann wünschen wir Glück. Viel später. Sammel hier erstmal das ein, was ich finden kann. Halt, hier ist irgendwas. Einer läuft hier noch rum. Den muss ich einnehmen. Kann ich immer in dem Krokodil ein bisschen was an, Gegnern entgegenwerfen. Immerhin einer. Ja. Ernsthaft? Ach. Ja, verdammt! Die Schweine! Ja, jetzt habe ich auch noch Leben verloren. Gut, scheiß drauf. Dumm ist einfach. Jetzt habe ich auch noch Handicap, weißt du. Oh, Spitzenklasse, einfach Spitzenklasse. So, wie war das? Müssten wir jetzt einen überbrücken oder alle drei? Ich glaube, einer hat gereicht, ne? Und er hat mich natürlich schon gesehen. Holy shit! Holy shit! Ich bin so am Arsch. Was für ein anderer? Der Wüster war ja klar. Ey, bitte! Er ist so ein scheiß Verwüster! Er geht weg. Er ist weg. Er ist weg. Oh Gottes Willen. Ex-Verwüster ist auch noch da, ey. Ich geh durch. Aber zumindest ist er weg. Er hat wahrscheinlich darauf geachtet, weil irgendwas passiert ist. Zum Glück habe ich mich versteckt. Ins Gesicht, komm. Voll. Wir müssen ihn so gut verkrüppeln wie möglich. Habt ihr schon alles abgehauen, oder? Okay, er verliert immer mehr Sachen. Schauen wir mal, was hat er noch? Da komme ich doch nicht ran. Da kommt auf jeden Fall das Eis raus. Nein, ich habe es nicht getroffen. Jawohl.
Du bist am Arsch, Kollege. Weißt du was, ich tau dich auf, komm. Brenne, du Sack, brenne. Hui. Soll man drauf passen, der Wüster könnte jetzt jederzeit wiederkommen. Kommt einfach noch ein paar Wüster dazu. Wie soll man das denn schaffen? Oh, oh scheiße. Ja, Loot. Ich glaube, ich bin sicher. Abrissspule. Vernichten wir ihn auch noch mit. Nein, du gehst mir jetzt nicht weg, Mann. Ich will deinen scheiß Loot haben. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Bitte mal eine Wahl. Wenn ich jetzt sterbe, dann bist du schuld, Eloy. Aber wir werden ihn einfach wieder verkuppeln. Oh, fuck it. Jetzt sei doch verkrüppelt, Mann. Ja, ich hab seinen Fuß getroffen. Nice Sache. Du müsst jetzt verkrüppelt sein, ne? Nein, ist er nicht. Da doch verkrüppelt, Mann. Oh, fuck. Wieso habe ich mich mit ihm angelegt? Ich hätte einfach weggehen können. Ah, er ist verkrüppelt. Alter Schwede. Holy shit. Okay. Trotzdem doch gefährlich. Brenne! Ja, er brennt. Okay. Oh shit. Ach, er hätte so oder so sterben müssen. Oh. Nein, 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 nein. Ich hab noch nicht gelootet. Fuck! Ich wollte den Loot aufsammeln. Ja, gut, jetzt ist es. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Tschüss, mein Loot. Tschüss. 6000 EP, ein Fähigkeitspunkt. Alter. Oh, mach keinen Scheiß, Spiel, ey. 18 Minuten dran gehangen. Oh. Viel zu eng für so einen Kampf. Ich weiß, ich benutze viel zu selten. Da stand gerade, was ich freigeschaltet habe. Da stand gerade viel zu selten. Nein, warte. Ich mache viel zu selten, dass ich meine Nahkampfwaffe benutze. Das weiß ich. So. Für Brücken entsperrt, cool. Den können wir sowieso entsperren, das wissen wir. Jetzt können wir den Vogel entsperren. Wir können, konnten wir auch schon vorher, den Typen entsperren. Den können wir über Brücken jetzt auch. Der ist noch gesperrt. Schade. Das Kroko ist entsperrt. Ah, schön. Brutstätte RHO, ja. Brutstätte. Ach, so läuft das aber. Auch XI. ESI. Den haben wir ja zum Glück schon gemacht. Ja, Brutstätte keine, Überbrücken unmöglich, weil das nämlich von irgendjemanden
hergestellt wurde. Baduel. Ja, ich weiß. Na, ihr Jungs, ihr könnt mir jetzt gerade gar nichts, ne? Deswegen kann ich euch einfach abschießen. Boom. 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 Alles muss leise ablaufen. Zu. Ich kann mich doch sowieso nicht treffen, Deppen. Es ist schön, wenn die Gegner nichts machen können. Ich kann gleich ihre Metallsplitter abziehen. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 2. Wir brauchen 3, ne? Ja. Hab ich gerade erinnert. Oh. Mehr Möglichkeiten zum Brücken, das würde uns das Ganze ein bisschen einfacher machen. Wenn wir das nächste Mal in der Nähe der anderen Brutstätten sind, werden wir die auf jeden Fall auch noch machen. Wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig. Vorstellen, was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir alles möglich überbrücken können. Allein so ein Vogel, wenn wir so einen Vogel überbrücken können. Kein Platz. Die können doch nichts machen. Die Gegner können dann plötzlich nichts mehr machen, weil da so ein Vogel einfach in der Luft schwebt und sich einen Keks freut. So. Ich würde sagen, nächster Stopp ist der Langhals. Da müssen wir definitiv hin, aber wir sollten vorher da noch vorbeischauen. Jetzt können wir auch die Krokos unterwegs noch sehen. Das ist der Langhals, ich sehe ihn. Den Pirscher nicht gescannt habe. Der ärgert mich ein bisschen. Ne, Schweini, ich glaube, ich brauche dich, ne? Ja. 1, 2. Ist schon wieder 4, ey. Das ist für scheiß Bögen. Ich hätte meinen Standbogen behalten sollen, ganz ehrlich. Der war um einiges besser. Aber den musste ich ja verkaufen. Ich dachte, es. Vielleicht haben wir deswegen auf normal so ein leichtes Spiel gehabt, weil wir so einen guten Bogen von Anfang an hatten. Ja, weiß das. Du musst der Langhals, ich hab dich doch hier irgendwo gesehen. Komische Bauten da. Hi. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Müssen hier mal nicht erwächtern, ne? Ach, mit so einer komischen Schildkröte am Start. Panzerwanderer. Da wollen wir nicht. Ah, ich habe ihn gehört. Er hat gerade gebrüllt. Was ist das? Das sind die Krokos. Oh mein Gott. Der ist da. Oh! Das Signal muss ganz nah sein. Du bist's. Na gut, wenn er sich so präsentiert, hat er selber Schuld, ne? Was ist das? Ein Trampler. Jetzt sehen wir die ganzen kräftigen, heftigen Kreaturen. Da ist so ein Kroko unterwegs, ne? Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Und ich sehe auch wie. Okay, okay. Wir haben hier einiges zu tun. Hier sind einige Maschinen, die wir fertig machen müssen. Ich würde gerne diesen Bock fertig machen. Notizbuch. Haben wir ihn gerade freigeschaltet? Da, ja. Trampler. Harte Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und bla bla schützt. Bei Bedrohung umkreist er seine Gegner und setzt explosive Feuerangriffe frei. Schwäche Eis.
Den können wir aber noch nicht hier überbrücken, ne? Er ist entsperrt, okay, den können wir über... Das ist Grasfresser. Wenn diese Maschine angreift, trampelt sie alles nieder, was ihr in den Weg kommt. Okay, der wird mir um einiges weiterhelfen. Alter Schwede. Die Maschine überbrückt. Okay. Okay, 2 gegen 1 ist ein bisschen unfair. Egal. Okay, er ist nicht mehr überbrückt. Oder? Doch, ist er. Aber er ist ohnmächtig geworden. Viele sind da denn von den Dingern? Nur kann ich einen überbrücken. Oh, er schaltet einen aus. Ich den Loot. Oh, er hat sie beide einfach erwischt. Oh, da ist noch ein dritter. Krass. Oh, leichter geht's wirklich nicht, Leute. Vor allem, wie lange er da durchhält. Ich muss den Kampf gewinnen. Ah! Alles meins! So gefällt mir das, Freunde. Einfach nur hingehen und... Ja, wir müssen das gucken, wie wir das gleich mit den Krokodilen hinkriegen. An denen müssen wir auch noch vorbei irgendwie. Da kommt noch Heilung. Oh, wie schön. Einer hat 3 Stück fertig gemacht. Warte, das waren noch 3, ne? Ich habe gerade 2 gelootet. Ah, ist noch einer. Ach, einfach schön. So gönne ich mir das doch. Einfach nur ernten. Gut, wie machen wir das mit den Krokus? Die müssen wir auf jeden Fall loswerden, bevor wir zum Langhals können. Wir könnten sie vom Weiten an... Ich glaube kaum, dass wir da einfach hin. Die suchen mich. Okay. Ja, das ist natürlich problematisch. Wir müssen auf, bei dem Kroko auf jeden Fall auch noch vorbeikommen. Wir müssen 3 Krokus fertig machen, sogar mehr. Keinen anderen Weg dahin. Dem entgeht nicht viel. Mal ein bisschen fertig machen, bevor er kommt. Ja, die anderen werden auch aufmerksam. Guter auf mich. Treffer. Okay, wir haben jetzt ziemlich viel abgehauen. Hätte ich von hier aus auf ihn drauf springen?
Okay. Oh, wie viele sind dann hinter mir her? Ist das ein Kroko? Kann ich den Kroko einnehmen? Wäre herzallerliebst. Genau. Ich bin längst weg. Ah, das ist kein Kroko. Och Mann, kleiner Spielverderber. Super. Auch noch verfehlt. Folgender Plan. Geh in diesen Busch. Und dann locke ich den Kroko hier. Vielleicht hilft er mir ja. Oder ich muss mich gleich mit ihm prügeln. Eins von beiden. Was ist denn los mit dir, Bro? Oh, das war knapp. Okay, Coco. Du machst das für mich, ne? Du jagst die anderen Kokos. Muss sie nur noch irgendwie herlocken. Hey Bro, komm zurück. Cool, ich sehe nichts. Ah, die Reichweite reicht nicht. Du kannst sowieso nicht ins Wasser. Okay, ich hab ihn angelockt. Kroko Battle! Kroko Battle! Holy shit! Den haben wir noch gar nicht gescannt, ne? Langhals. Okay, ich sollte mich verziehen, weil irgendwie hält er nicht mehr lange. Da kommen sie. Dann komme ich schon mal auf diese Insel. Ich glaube, von da aus könnte ich auch auf den Langhals rauf. Oh Gott, da ist noch einer. Scheiße. Den noch einen kriege ich auf jeden Fall nicht auf diese Art und Weise. Oh, ich komme irgendwie hinter mir, oder? Okay, einen Kroko habe ich, glaube ich, erledigt. Hört sich an, als würde es von da hinten kommen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da stehe. Oh, der Kroko hat sich beruhigt. Ist schnell. Oh, ein Muni mehr. Okay, die beiden sind sowieso ziemlich am Arsch. Von daher habe ich da nicht viel zu befürchten, ne? Einer weniger. Weniger. Damit haben wir drei Krokos ausgeschaltet. Also auf diese Art und Weise können wir mehrere auf einmal defen. Gar nicht mal so schön. Man braucht nur einen Busch, man muss gut pfeifen können und dann ist alles gut. Und wie ihr alle wisst, ich bin eine Pfeife. Von daher easy. Easy GG. Gut, aber ich glaube, um den Langhals kümmern wir uns morgen früh, würde ich sagen. Das nehme ich lieber. Morgen früh, sag ich schon. Morgen Nachmittag. Wenn wir dann wieder hochgehen und ich hoffe, bis dahin sind sie auf jeden Fall nicht respawned. Ich denke nicht, weil ich ja direkt weitermachen werde. Und wir haben ein Kroko-Herz bekommen. Schon mal sehr gut. Ja, Freunde. Morgen der Langhals. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben.
Wir sehen uns dann wieder und dann geht es nämlich weiter. Und ich würde schon glatt behaupten, wir gehen in die nächste Einrichtung. Was sagt ihr dazu? Nächste Einrichtung oder Quest? Haben wir da noch? Stadt der Sonne. Iridien, ne? Gut, und dann werde ich die Tage auf jeden Fall die letzten Sets sammeln und dann werden wir bei Meridian definitiv ein bisschen tauschen. Ja, komm, wir gehen hier Richtung Langhals und Richtung, hast du nicht gesehen. Ich denke, das ist... Aber erstmal diesen Langhals. Habe ich jetzt endlich, ja, jetzt habe ich den Langhals drin. Was hatte ich? Ich glaube, beim letzten Mal bin ich gestorben, ne? Ätergriff und Radar. Naja, das sind die zwei Teile, die er hat. Und er ist natürlich entsperrt, weil wir ihn ja schon freigeschaltet haben. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.